Apropos laut. Sorry, das war laut. Tut mich leid. Ich war zu langsam mit dem Lautstärkeregler. The fuck? Oh, God. Okay, ich glaube, das müssten wir einmal. Kann man das neu starten? Gerade irgendwie bestimmt. Ich will gerade einmal neu starten. Und von vornherein quasi. Caption. So. Brownie Cove cancelled. BC 036 boarding in 2 minutes. What's happening? What's this game? Was? Okay. Hi. Nö, ich geh. Ich kann nicht gehen. Mhm. Warum ist da ein Timer? Das beunruhigt mich. Oh God, time my are changing since a new friend, the helpful and okay. Ist das Grabsteine? What the fuck? Ja, nö, Klassiker auf dem Flughafen. Ich denke mal, das ist ein Flughafen. What the fuck? Ein Katzenfisch, miau. Nee, das ist nur ein Fisch. What in God's name? Okay, press E to pass time. Was in... Pay attention! Faster! Press E to pay attention. Ich hab E gedrückt. Was passiert das? Shops, ah, du die. Was los, mein Freund? Ich kann nicht springen. Ich kann, glaube ich, gar nichts machen. Ding dong, this announcement for all passengers on flight BC. This is an announcement for all passengers on flight BC36 to Brownie Cove. We are sorry to inform you that your flight has been delayed. This is due to unforeseen circumstances. Please check the boards for more up-to-date information about this flight. Macht's gut, Leute. Macht's gut, Orangensaft. Danke fürs Reinschauen. Oh. Oh. Habt eine gute Nacht. Bleibt gesund. Staff weapon points having the end of expert been to the airport for 2 hours. They have breaks a couple of restaurants and shops in the international terminal. Ich kann lesen. Hi. Warum ist alle so fucking traurig? Willkommen zu Depressiver Flughafen Simulator 2020. Ah, hier ist unser Pissteppich. Willkommen zum Pissteppich. Und eine. Ist das eine Lampe? Meine Mom hat genau so eine Lampe gehabt, nur dass die nicht gelb geleuchtet hat, sondern mit so Fell bezogen war. Mit. Nee, Fell ist das falsche Wort. Yo, hi. Sorry. Bidabam, badam, bam. Wo war ich denn gerade? Okay. Ich weiß nicht, ich habe nicht ganz nachvollziehen können, worum es im Chat gerade geht, aber es ist nicht meine Schuld und das ist alles, was mich interessiert. Piu, ich bin's mal nicht schuld. Oh fuck, wer bist denn du? Oh Gott, oh Gott, oh no.
Hello, it is me, Cartoon Gollum. Yes. Und Cartoon Gollum Stimme klingt auch ganz anders. Yes, it is I, Cartoon Gollum. Pay attention, safety. Ah, ja. Und hier stellt die Klasse 5a der Erich Braunschwelger Grundschule ihre Töpferdarbietung dar. Der Affe aus Blender? Gute Frage, ich habe Blender noch nie benutzt. Oh, der ist hübsch, der Busch. Wow, der ist hübsch. Die Frauen stehen auf den Busch. Du kommst nicht aus deinem Stuhl raus. Du Winter, wo ist eigentlich Mina? Von dem habe ich ewig nichts gehört. Der ist, falls der nicht eingepennt ist, ist der irgendwo hier am Rumlurken wahrscheinlich. Der hat eben, the fuck? Ah, welcome to Crotch Cam. Der ist eben hier reingestürmt, hat Zap-Bomben dagelassen und hat dann angefangen rumzulurken. Der wahnsinnige Mensch. Hi. Wow! Willkommen im Wortkanal. What the tits. Ja, cool. It's the verbal void. The fuck? Warum sieht das da aus wie der Anfang von Demon's Souls? Und fühlt sich genauso angsteinflößend ein. Mina, falls du das liest, ja, hab dich vermisst. Mina, falls du mich hörst, der Herr Titterich hat dich vermisst. I've been lost in the black void for days now. The fireflies they are my only source of nutrients. I think I forgot my own name. Days became weeks, hours became years, seconds became pumpernickel. The fuck? I lost all sense of direction. The only thing that I know is that the flight BC-036 is boarding in 5 hours and 52 minutes. Maybe I've been here for like 2 minutes, I don't know. Pumpernickel! Hast du das Mondrätsel vorhin noch... Ach, Martin. Frag nicht. Ich hab mir so hart vor die Stirn gehauen, du hättest eigentlich in deinem Stream hören müssen. Wow. Okay, die Kamera ist sehr angenehm gerade. Nee, ich gehe wieder. Ist mir zu stressig da drin. Ich möchte nicht drüber reden. Es ist ein Trauma. Erinnerst du dich noch so grob, was passiert ist damals vor 5 Stunden? Oh, das ist viel angenehmer. Noch so ganz grob, wie weit wir waren und was wir schon alles gewusst haben. Ich habe eine hundertfache Kaioken gespürt. Ich mag Kaioken. Mit extra Ketchup drauf. Geiler Scheiß.
Du kannst sagen, was die Lösung laut dem Longplay war. Gerne. Nee, Spoiler ist nicht mehr, wir sind durch. Du kannst gerne offen drüber reden. Kaioken Special mit Ketchup, Mayo und Zwiebeln drauf. Alter, jetzt zwei davon bitte. Ich hatte gesehen, dass T und L vertauscht waren auf deiner Platte. Hätte aber, glaube ich, keinen Unterschied gemacht. Okay, ich weiß nicht, ob es hier noch mehr zu tun gibt. Ich mach mal eh. Hi, Fischfreund. Oh, ich kann... Press E to pass the time, okay. Pass the time dann wirklich? Da wollte ich permanent deine Polaroid sehen. Nö, das ist wahrscheinlich wirklich nur eine Kleinigkeit, die geändert haben im Spielverlauf. Es hat mit dem Ergebnis nichts zu tun gehabt. Du erinnerst dich, dass wir an der Wand mit den Polaroids das Wort futile geschrieben haben und damit quasi den Brand irgendwie ausgelöst haben und dann gerätselt haben, was das Passwort für den für die Person ist, für den Account ist, den Admin-Account. Das Passwort war futile. Das Wort, was ich seit 2 Stunden in dem Augenblick wusste. She-Wolf, danke für den Follow. Hallo, wie geht's? Schön, dass du reinschaust. Und dann streamte Winter noch 5 Stunden lang dieses Spiel. Warum kann ich auch mal auf den Pranger gehen? Ja gut, das freut mich zu hören. Und selbst, ja, mein Schädel tut noch ein bisschen weh von dem Facepalm, den ich mir eben gegeben habe. Aber sonst eigentlich ganz cool. Ich glaube, mehr gibt es ja nicht zu sehen in dem Spiel. Kann das sein? Wenn wir bei dem Stream gerade erst angefangen hätten, könnte man es im Hintergrund laufen lassen. Aber ich stream keine 5 Stunden mehr. Das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Und ich kann auch jetzt schon sagen, was passiert. Wenn wir doch mal 5 Stunden warten, wird der Flug garantiert nochmal delayed. Ich glaube, der ganze Sinn und Zweck des Spiels ist es, auf dem Flughafen hier rumzueiern. Hier ist eh Schluss irgendwie. Ja. Wir können noch mal in die in die dunkle Leere, in die Void. Sigmund und Void. Don't slap me. Oh Gott. Aber, mal ganz ernsthaft, von jetzt der abgefahrenen niedrigen Farbauflösung oder niedrige Auflösung allgemein von dem Spiel, mal abgesehen, so die Atmosphäre eines Flughafens nimmt das Spiel eigentlich ganz gut auf. Gerade mit den Menschenmassen und dem und den dem überlappenden Gesprächen. Here we are again. 8:30 in the morning. I can't get no sleep. Gut. Ja, ich glaube, mehr hat das Spiel jetzt nicht unbedingt zu dazu bieten, aber das, was es war, war sehr interessant. I did in fact enjoy this little game. Ist da irgendwie ein Readme dazu oder so?
Whoa, mein Cursor wird gerade gefressen von dem Spiel. Cool.